Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich bin euer Basti. Wir sind im letzten Part hier vor diesem Tempel stehen geblieben und den wollen wir heute in diesem Part machen. Und ich bin gespannt, ob wir ohne Tod hier durchkommen werden. Die Teufelsvilla. Oh mein Gott. Okay. Also wir machen da auf jeden Fall erstmal auf mit einem Krug und dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was drinne finden werden. Auf jeden Fall Bomben, das ist schon mal sehr gut. Haben wir denn schon eine Karte? Nein, wir können aber hier auf jeden Fall nach rechts gehen. Okay, 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 Moment. Da kommen wir, glaube ich, so nicht hin. Da brauchen wir, glaube ich, ein Item für. Gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Was sind das für Bomben? Oh mein Gott. Okay, okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, verschwinde. Und explodiere irgendwo anders, bitte. Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Das hat uns zumindest eine Kiste beschert. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht sogar die Bomben auswählen sollten, wenn wir hier schon Bomben bekommen. Hier sollten wir erstmal einen Schlüssel bekommen. Genau, das ist schon mal sehr gut. Ein kleiner Schlüssel, den kannst du fast überall verwenden. So, wir können einmal hier lang gehen und einmal dort oben lang. Ja, dort oben lang kommen wir aber auch noch nicht, weil da sind diese komischen Dinger noch. Da brauchen wir wahrscheinlich erst das Dungeon-Item, was wir hier bekommen. Ja, das war ein Fake. Okay. Das war ein Fake. Hier kommen wir gar nicht weiter. Hier bräuchten wir erst einen Schalter. Okay. So, dich kriegen wir hier weg. Und da bekommen wir sogar einen Teil der Macht und haben... kriegen das auf jeden Fall... Oh, wie komme ich denn jetzt da hoch zu dem? Erstmal noch gar nicht, ne? Weil ich den nicht platt kriege. Und das können wir noch nicht wegschieben. Ja doch, einmal in die Richtung. Das nützt uns aber nichts. Gut, dann geht's ab nach unten. Hier bräuchten wir aber auch Schlüssel. 4 Schlüssel bräuchten wir hier. Okay, warte mal, wir sind hier sogar. Ah, da unten sind noch Truhen. Okay, wo gehen wir zuerst lang? Nach rechts oder nach links? Ich habe keine Ahnung. Okay, warte mal. Wie kriegt man dich denn platt hier? Du beamst dich immer weg. Das heißt, mit dir kann ich gar nichts anfangen hier. Eine Schutzeichel haben wir bekommen. Okay. Aber ein Schlüssel bekommen wir und ein Herz bekommen wir hier. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können aber auch jetzt hier nach oben weitergehen. Sehr schön. Dann machen wir euch alle platt. Vielleicht bekommen wir hier... Oh, da bekommen wir sogar noch ein Herzchen. Sehr schön. Und noch ein paar Bomben. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Schwierig, schwierig. Wo gehen wir jetzt lang hier? Die kriegt man... Oh Gott, die kriegt man so noch nicht. Die kriegt man so noch nicht platt hier, die Figuren. Geh mal weg hier. Jetzt haben wir da oben eine Truhe. Oh Mann. Ich bin schon wohl fast tot hier. Ist gar nicht so gut.
Okay, wir bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Herzen. Und da brauchen wir einen Eulenschnabel. Aber an die Truhe kommen wir auf jeden Fall erstmal ran, ja. Aber da haben wir auch nur einen Rubin bekommen. Okay, hier kommen wir nach unten. Da können wir nicht schieben. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Sag mal, könnte ich nicht euch... Wenn ich euch da... Wenn ich dich da hinschmeiße... Kriege ich das da nicht sogar auf? So, warte mal. Die Bombe, sehr gut. Warte mal, jetzt müssen wir den da hinten noch platt machen. Ah, das reicht nicht. Schade. Das klappt auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und hier kommen wir nicht runter. Wir haben noch auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Ah, gib mir doch mal ein Herz. Ja, hier komme ich nicht wieder, komme ich nicht durch oder was? Okay, okay, okay. Ach, das ist nur. Es ist nur einseitig gewesen, aber ich komme jetzt hier nicht weiter. Doch, ich komme hier unten weiter. Da unten komme ich weiter, weil das kann ich wegschieben. Okay, Teil der Macht gefunden. Sehr gut, jetzt komme ich... okay. Oh mein Gott, wie kriege ich denn die Viecher platt hier? Da brauche ich, glaube ich, Bomben dazu. Komm. Hol dir die Bombe. Gibt's da nicht. Okay. Oh, eine Fee. Eine Fee, eine Fee, eine Fee, eine Fee, eine Fee. Sehr schön. Und den haben wir auch platt. Und noch eine Fee bekommen. Ah! Weg damit. Wir haben einen Teleporter bekommen. Sind wir hier? Das nützt uns aber, glaube ich, doch, das nützt uns was. Du hast die Pegasus-Stiefel erhalten. Halte L gedrückt, um zu sprinten. Beim Sprinten kommst du weiter. Sehr gut. Wunderbar. Okay, das habe ich kapiert. Jetzt kommen wir auf jeden Fall... Kommen wir auf jeden Fall dort vorne weiter. Aber jetzt können wir, wie gesagt, sprinten. Ja. Jetzt kriegt man nämlich die Viecherblatt hier. Ja. Und da haben wir den nächsten Schlüssel. Und eine Schutzeichel. Und wir haben noch alle Leben. Wir müssten aber eigentlich wieder irgendwie da zurück, aber dort oben gibt's halt auch noch. Wir könnten jetzt hier mal aufmachen. Hier mal aufmachen. Da brauche ich jetzt wieder einen neuen Schlüssel, das nützt mir überhaupt nichts hier. So ein Mist, ey. Wir müssten auf jeden Fall zurückgehen, damit wir da...
Warte mal, den. Warte mal, kriegt man den denn so platt hier? Ja. Ah, nee, der ist an so einer komischen Position hier. Da kriegt man den nicht. Naja, na gut, dann lassen wir den erstmal. Dann gehen wir erstmal hier zurück. Hier bräuchten wir jetzt einen Schlüssel, den wir nicht haben. Ja, die Tür lässt sich nicht öffnen. Warte mal, dann gehen wir nochmal an Anfang zurück. Weg mit dir. Wir haben auch noch keinen Schalter gefunden. Also wir kommen auf jeden Fall jetzt dort oben lang. Wir kommen jetzt nämlich hier durch. Aber am Anfang konnten wir uns jetzt eigentlich auch... Warte mal, da am Anfang war da, glaube ich, auch noch eine Truhe. Am Anfang war, glaube ich, auch noch eine Truhe, die wir uns jetzt holen können. Genau, vielleicht haben wir sogar Glück. Und wir bekommen sogar noch mal ein paar Bomben hier. Sehr schön. Okay, Moment. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich muss irgendwie an das Vieh rankommen. Oh, weg damit. Ja, Gott sei Dank. Und da haben wir auf jeden Fall erstmal einen weiteren Schlüssel bekommen. Jetzt fehlen mir natürlich wieder die Herzen, weil ich da ein paar Mal runtergefallen bin. Aber wir haben den Schlüssel hier. Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Da kommen wir aber, glaube ich, so auch noch nicht ran. Wie gesagt, wir können den verschieben, das bringt uns aber nichts. Wir kommen an die Truhe erst ran, wenn wir den Schalter gefunden haben. Okay. Da, wie gesagt, kommen wir erst ran, wenn wir wirklich den Schalter gefunden haben. Da haben wir eine Schutzeichel gekriegt. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir jetzt? Wir gehen mal nach oben. So. Hier ist nämlich der Schalter. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Dann kommen wir dort unten weiter. Den Schlüssel nehmen wir mit. Das Herz nehmen wir mit. Den betätigen wir. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehe ich sie nicht. Ich habe zumindest den Schalter umgelegt. War hier unten eigentlich was, wo ich den Schalter brauchte? Nee. Mir brauchte ich den noch nicht. Also wie gesagt, wir haben nur zwei Etagen hier. Aber das ist vollkommen egal. Sehr schön, gib mir das Herzchen. Jetzt bin ich wieder, was die Herzen angeht, wieder voll auf jeden Fall. So, ich habe einen Schalter betätigt. Ich habe auf jeden Fall einen Schalter betätigt, das heißt... So, die Rubine sammle ich ein. Da oben ist noch eine Truhe. Okay, wartet mal. Ach, was sind das? Das sind halt Bomben.
die halt nach einer gewissen Zeit explodieren hier. Gut, das hatten wir, das hat man nämlich noch nicht hier. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Bekommen wir jetzt mal den Kompass oder... Okay, dann sehen wir zumindest alle Drohnen hier auf der... auf der Karte. Da unten ist der Boss. Hier fehlt uns noch zwei Truhen fehlen uns hier noch. Okay. Boah. Verschwinde. Haben wir nächsten Schlüssel. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Ah, das mit dem Schnellrennen ist gut. Da können wir nämlich auf jeden Fall gegen Bäume. Hier ist auch noch was drin. Ah, da ist eine Truhe. Da komme ich aber jetzt so noch nicht hin. Das Ding kann ich nicht verschieben. So, warte mal. Du hast zwei Herzen. Ich brauche aber nur ein Herz. Ah, die Bomben nehme ich auf jeden Fall mit. Wo sind wir denn jetzt? Da geht's auf jeden Fall nach unten. Ah! Weg, 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 weg. So, wenn ich jetzt da nach drüben gehe, komme ich da nur... Wo ich da ist, der Teleporter. Der nützt uns ja in dem Sinne gar nichts. Jetzt bin ich hier oben. Da komme ich nicht rein. Da kann ich aber hier nach unten springen. Mal dort unten zu der Tür kann ich aber gehen. Weil... dort unten zu der Tür kann ich gehen. Aber euch habe ich alle platt gemacht hier schon. Und hier bin ich verkehrt. Ich muss zu der Treppe. Ich könnte jetzt hier oben weitergehen auf jeden Fall, weil ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Schlüssel. Dann müsste ich da runterkommen. Es kann aber natürlich sein, dass ich dann zu dem... zu dem Bossraum komme, ne? Und jetzt hier weitergehe. Okay. Wie komme ich jetzt hier rüber? Okay. Benzin, komm mal raus. Will nicht. Na gut. So, die haben wir alle platt gemacht. Sehr schön. Jetzt machen wir den auch noch platt. Wunderbar. So. Gibt es hier unten irgendwas, wenn ich das alles kaputt mache? Ne, ich glaube nicht. Jetzt bin ich schon wieder woanders. Jetzt bin ich hier Richtung. Bin ich hier Richtung Bossraum, ne? Ja. Nützt mir hier aber, glaube ich, auch noch nichts, weil hier... Okay, den Schlüssel, den kann ich auf jeden Fall mitnehmen, aber hier ist der Bossraum, also komme ich hier jetzt auch noch nicht weiter, sozusagen. Also ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal an den Anfang... Sehr schön. So, also da ist wie gesagt der Bossraum. Das weiß ich, aber ich habe ja auf jeden Fall noch
Ich habe ja auf jeden Fall noch ein Schlüssel. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal an Anfang zurück. Weil das ist auf jeden Fall erstmal sicherer hier. Ich bin schon so lange hier drin, ne? Ja, jetzt kann ich mir aber auf jeden Fall die Truhe dort oben holen, weil wir den Schalter halt betätigt haben. So, dort oben sind wir lang gegangen, wie gesagt. Eine Schutzeichel nehme ich mit. Jetzt sollten wir eigentlich hier weiterkommen. Sehr gut. Und da haben wir die Karte drin. Okay. Also, da ist auf jeden Fall noch ein Raum. Da bin ich aber noch nicht so ganz sicher, wie ich da hinkomme. Hier habe ich erstmal bis auf die eine Truhe dort oben alles geholt. Aber wie komme ich jetzt zu der einen Truhe da? Da komme ich auch noch nicht hin, ne? Doch, an die Truhe komme ich jetzt auch ran. Da haben wir endlich den Eulenschnabel bekommen. Wunderbar. Jetzt kann man auch mit der Eule reden. So, warte mal. Hier haben wir... Da ist auch noch eine Truhe. Warum ist hier noch eine Truhe drin? Ah, da müssen wir das derre Vieh dort oben noch platt machen, denke ich mal. Link, wir müssen ja nach oben. Genau, jetzt haben wir nämlich die Truhe. Und hier drüber komme ich nicht. Komm. Geht dort unten lang und explodiere nicht bei mir. So. Da haben wir die nächste Truhe. Müsste man eigentlich... 300 Rubine. Oh mein Gott. Sehr nice. Also haben wir jetzt hier bis auf die eine Truhe dort oben alles. Aber wie komme ich da rüber? Warte mal, hier haben wir sogar auch noch einen Schlüssel. Und ich habe nur einen. Dann müsste es ja hier eigentlich. Müsste es ja hier eigentlich den. Oh Gott, okay. Die nehmen wir mal mit. So, warte mal, den einen kriegen wir Blatt jetzt. So, bei dem anderen, warte mal, den müssen wir von hier oben holen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich noch eine. Okay. Okay, Schlüssel habe ich eingesammelt. Den Schlüssel haben wir eingesammelt. Komm, das Herzchen brauche ich. Und die Bomben nehme ich auch mit. So, wo ist der Schlüssel? Aber die Frage ist natürlich, wo brauchen wir den? Irgendwo muss es ja noch was geben, was verschlossen ist. Da ist eine Treppe, da ist der Bossraum. Irgendwo muss ja noch eine Tür sein. Wo wir jetzt noch nicht.
Irgendwo muss ja noch eine Tür sein, wo wir noch nicht waren. Ah, hier auf jeden Fall nicht. Wir müssen auf jeden Fall in die andere Etage rein. Das heißt, wir gehen jetzt... Lasst mich in Ruhe, meine Güte. Da geht noch eine Treppe nach oben. Vielleicht müssen wir sogar dahin. Dann kommen wir aber... Dann bleibt uns ja nur noch der Weg hier lang. Genau. Aber wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Da ist ja noch ein Raum, da müssen wir ja irgendwie hinkommen. Was hatten die Eule zu sagen? Berühre mit ausgestrebten Schwert verdächtige Stellen an der Wand und achte auf die Geräusche. Okay. Das heißt, ich muss ja irgendwie dort hochkommen. Hier gibt es noch irgendwas. Aber wenn ich jetzt hier eine Bombe hinlege, das glaube ich nicht, dass da irgendwas... Hier hört sich auf jeden Fall was anderes an. Da ist sogar ein Durchgang. Okay. Da kommen wir dann da hoch. Sehr schön. Das Herz brauche ich nicht. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein Durchgang. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da nach oben komme. Zu der Truhe. Wegschieben geht nicht, aber ich habe eine Idee. Ich müsste ja eigentlich... Oh Mann, ich müsste eigentlich hier drüber springen können. Ja. Genau das gleiche müsste ich auch hier machen können. Und damit haben wir den großen Schlüssel gefunden und können jetzt zum Boss gehen. Der Boss war ja hier. Ja, ich würde mir gerne die drei Herzen noch holen. Ich weiß nicht, ob wir vor dem Boss noch was... vor dem Boss noch was bekommen. Ich hoffe ja einfach. So. Ich hoffe ja mal, dass wir vor dem Boss noch was bekommen. Darüber komme ich nicht. Naja, gut, ich habe ein halbes Herz weniger. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, die Pflanze will auch nicht rauskommen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Bomben brauche. Okay, warte mal, hier bekomme ich auf jeden Fall noch... Hier bekomme ich auf jeden Fall noch mal mein Herzen aufgefüllt. Sehr schön. Gut. Eine Schutzeichel bekomme ich auch noch. Das ist natürlich... Das ist natürlich sehr gut hier, ne? Nur mal gucken, was wir für einen Boss hier kriegen. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Hihihihihi. Okay, ich kann dich nicht sehen. Alles klar. Okay. Warum kommst du nicht runter? Wie kriege ich dich? Man muss sich Zauberpulver... Muss ich da eine Bombe hinlegen?
Mit einer Bombe klappt schon mal nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit Zauberpulver klappt. Ah, okay. Einmal gegen die Wand gerannt. Gigasol. Meine Güte. Schlabber. Okay, einmal geteilt. Okay. Warte mal, ich muss dann auf jeden Fall, wenn der runterkommt, muss ich auf jeden Fall springen. Okay, ich glaube, du bist ein relativ einfacher Boss. Der war relativ einfach. Aber dafür war der Dungeon eigentlich richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen. Und wir bekommen auf jeden Fall ein neues Herzteil. Sehr schön, du hast einen Herzcontainer erhalten. Genau, den Herzcontainer. Und wir bekommen unser nächstes Instrument. Du hast das Nixenklöckchen erhalten. Dum, 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 dum. Das ist sehr nice. Wunderbar, den Dungeon haben wir gemeistert. Wir haben, glaube ich, alle Truhen. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Okay. Das war der Hinweis. Der dezente Hinweis. Denke ich mal auf den nächsten Dungeon, oder? Und jetzt kommt der Uhu wieder und erzählt uns, was wir als nächstes zu tun haben, oder? Uhuhuhu. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch erwacht und du Kokolin verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sag nur Uhu. Dankeschön, mein Lieber. Aber wir haben jetzt ja den Sprint erlernt und können somit gewisse Sachen kaputt machen. Wie zum Beispiel hier hinten nicht. Okay. Wir können jetzt aber zum Beispiel auch gegen Bäume rennen und hoffen, dass da vielleicht eine Muschel runterkommt. Wo sind wir denn eigentlich? Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Herzteil. Das war aber im Wasser. Da ist noch eine Höhle. Die könnten wir uns mal als nächstes anschauen. Da ist auf jeden Fall noch ein Herzteil versteckt, was wir uns... Nein. Da war ein... Genau, warte mal. War das jetzt hier oben? Ne, das war ja... Das war hier vorne. Und da ist ein Apfelbaum. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall dagegen rennen. Und da bekommen wir nämlich ein paar Äpfel. Du hast einen Apfel erhalten. Köstlich und gut für die Herzen. So, geh mal weg. Ich glaube, hier in der Höhle war auf jeden Fall ein Herzteil. War das die Höhle, wo wir noch nicht weitergekommen sind? Ja, genau. Okay, Moment. So, dann einmal da lang. Auf das Vieh muss man ein bisschen aufpassen. Dann schieben wir den Stein weg und kommen da ran. Da sind leider nur Rubine drin gewesen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber warte mal, hier oben sehe ich noch etwas. Hier ist doch noch auf jeden Fall was zum Kaputtmachen. Da würde ich... doch ein Herzteil. Sehr schön. Du hast ein Herzteil gefunden. So, dann können wir auf jeden Fall das Symbol wegmachen. Dann war da ja im Wasser noch eins. Aber da kommen wir noch nicht hin, weil wir noch halt nicht...
Weil wir halt noch nicht, Ach, Mist. Der hat uns zwar erwischt, aber ist egal. Ich habe ja nur ein halbes Herz verloren. Das ist nicht so schlimm. Und wir müssen definitiv auf einzelne Bäume aufpassen jetzt. So. Teil der Macht. Haben wir denn irgendwo einzelne Bäume hier? Oh, eine Fee. Eine Fee. Nehmen wir mit. Ansonsten, wo haben wir... Wir haben da noch ein Herzteil. Wir haben hier oben noch ein Herzteil. Aber das hatte ich, glaube ich, schon geholt, weil da konnten wir ja schon hingehen. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Das lasse ich mal noch. Wie gesagt, da war was im Wasser. Wie gesagt, einzelne Bäume müssen wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen, weil da könnte es nämlich sein, dass da was drin ist. Okay, wir kommen jetzt sogar ab und zu an Feen. Ich liebe diese Melodie. Und du, Basti? Was liebst du? Ich finde auf jeden Fall dich sehr ansprechend, meine Liebe. Aber was wir auch machen können, ist jetzt zum Beispiel in der Bibliothek dieses Buch dort oben runterholen. Die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Ja. Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. 3, 4, 5, 2, 1. Okay, setz all deine Kraft ein, öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, über die Macht, übt die Farbe. Okay, muss ich mir das jetzt aufschreiben? Ist das jetzt immer gleich? Die bunte Welt der Farben. Okay, warte mal. Also. Es schreibt mein Stift nicht. Na, großartig. Also. 3 nach oben, 4 nach rechts, 5 nach oben, 2 nach da und 1 nach unten. Muss ich dann so anfangen, die Grabsteine zu verschieben? Das kann ja eigentlich nur auf dem Friedhof sein, ne? Da, wo 5 Grabsteine sind. Wollen wir das mal noch ganz schnell machen vielleicht? Okay, da ist nichts drin. Hier würde es jetzt nur Äpfel geben. Habe ich die Äpfel eigentlich im Inventar? Nee, die habe ich nicht im Inventar. Nee, hier unten in der Steppe kann ich jetzt sowieso nichts machen. Oh Gott, ich wollte da eigentlich keine Bombe setzen. Ich wollte eigentlich nur springen. Aber ich sehe jetzt hier auch gerade keinen, nicht unbedingt einen einzelnen Baum, wo ich hier... Warte mal, wie komme ich denn zu dem Friedhof eigentlich? Ah, warte mal, hier oben ist auch noch ein Haus, wo ich Steine weg... War ich denn da schon mal drinne? War ich hier in dem Haus schon mal drinne? Traumschreien. Ansehen. Okay. Was passiert hier? Okay, warte mal. Okay. Okay, da wäre eine Eichel, die lasse ich jetzt aber mal. Ich gehe mir jetzt erstmal die Truhe hier oben holen und da bekomme ich 100 Rubine. Wunderbar. Und hier kommen wir auch wirklich nur mit der Fähigkeit hin, schnell zu laufen. Aber was bekommen wir jetzt hier? Du hast die Ocarina erhalten. Du solltest jetzt ein paar Lieder lernen. Okay. Ich kann einfach hier runter, ne? Und dann kann ich wahrscheinlich, wache ich wahrscheinlich auf. Okay. Traumschreien. Den haben wir auch gemeistert. Wunderbar. Jetzt haben wir das mit den Farben bekommen. Jetzt könnte man natürlich nochmal
in den Laden gehen und nochmal schauen, ob wir uns jetzt... Können wir uns jetzt eigentlich den Bogen leisten? 980 Rubine, nee, noch nicht ganz. Okay, 10 Bomben haben wir. 980 Rubine, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was... Wir müssen noch ein bisschen was sammeln. Aber ich würde jetzt irgendwie gerne mal zu dem Friedhof gehen. Die Frage ist natürlich nur, wie komme ich da hin? Von der Hexe aus, ne? Da muss ich aber durch dieses... Nee, warte mal, da brauche ich ja eigentlich nur... hier oben lang. Upp. Da haben wir noch einen Apfel. Ein grüner Apfel, er füllt besonders gut Herzen auf. Okay, warte mal, wir müssen... Ah! Der hat mich echt in das Loch geschmissen, du... Drecksack. Du bist echt so ein... kleiner Pity hier, ne? Warte mal, wir rüsten mal die Schaufel aus. Haben hier schon mal gegraben. Da hoch muss ich. Okay, warte mal. Was machst denn du hier? Hallo Basti, ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du mir den mal kurz? Na klar, bitteschön. Das glaube ich nicht so gut. Du wirst, glaube ich, jetzt vom Bienen verfolgt. Oh oh. Ah, den Honig nehme ich an mich. Ach, du Armer. Ach, Mensch. Plötzlich hast du statt eines Stocks eine Honigwabe. Tja. Okay, warte mal. Da war auch noch eine Höhle. Was war hier drinnen? Ach, hier war nur die große Fee drin. Aber mir geht's ja gerade relativ gut. Wie komme ich jetzt da hoch nochmal? Ach, hier kann ich ja nach oben klettern. Okay. Hallo? Willst du mich veräppeln? Bukolin-Steppe. Genau, warte mal, ich brauche hier fünf Grabsteine. Das sind 5 Grabsteine. Okay. Okay, warte mal, den ersten müssen wir nach unten schieben. Den ersten müssen wir nach unten schieben, den zweiten nach rechts, den dritten nach oben, den vierten dahin und den fünften nach oben, ne? Ja. Wunderbar. Krieg ich die Geister... eigentlich platt. Oh, ich brauche unbedingt Herzen, ey. Okay, eine Fee nehme ich mit. Und dann gehen wir mal hier unten rein, was sich dort unten verbirgt. Ich glaube, da gibt es ein Labyrinth der Farben. Okay, vielleicht können wir ja eintreten. Wir haben aber erst im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Oops.